2018 bis heute ist eine lange Zeit, auch eine Menge passiert. Erzähl einmal, wie wir die Zeit genutzt haben. Mit Aerotas sind wir weiterhin auf Vollgas geblieben. Unser beider Ziel war es, deutschlandweit Standort zu betreiben. Wir haben eine eigene Werkstatt in Solingen aufgebaut. Das heißt, wir bauen unsere eigenen Flugsimulatoren in Solingen und seit 2019 sind wir auch der erste deutsche Hersteller, der zugelassene Flugsimulatoren in Deutschland baut. Man kann nur 10 Standorte in Deutschland haben, wenn das entsprechende Team dahinter steht. Wir beide spielten bis zum letzten Jahr Football bei den Solingen Paladins. Viele unserer besten Freunde von dort haben wir zu uns ins Aerotas-Team geholt. Und offensichtlich sind Eigenschaften, die man als Footballer mitbringen muss, nämlich maximalen Teamgeist und auch mal durchbeißen zu können, ja, Qualifikationen, die einen hervorragenden Mitarbeiter auszeichnen. Genau mit diesem Team haben wir es auch geschafft, während Corona oder jetzt gerade leider während des anhaltenden Ukraine-Kriegs den Kurs halten zu können. Wir sind deutschlandweit vertreten in den größten deutschen Städten Hamburg, Berlin, München, um ein paar zu nennen. Ja, ohne den Willen und Biss unseres Teams wäre das unmöglich und deswegen nochmal vielen, vielen Dank ans Team.